Die Ferengi möchten verhandeln und wir sind gern bereit, da mitzumachen. Hallo Leute, zurück bei Stellaris Star Trek in der 9. Staffel unseres Stellaris Let's Plays hier bei den Spielkindern. Ich bin Dennis und wir fliegen jetzt mit unserer Westflotte unter Malcolm Reed, der mittlerweile wahrscheinlich 100 Jahre alt ist ungefähr, fliegen wir nach Ferengi nahe, denn die möchten gerne mit uns verhandeln. Gucken wir doch mal, was sie da genau wollen. Können derweil noch eine neue Forschung wählen. Nehmen wir mal die Planetenspezialisierung, weil das auch so eine Technologie ist, die ich sonst nie irgendwie erforschen werde. Wir haben letztes Mal hier diesen Necro Cloud Nebula sozusagen befreit von etwaigen Ärgernissen. Jetzt können wir sozusagen unsere Flotten wieder anderweitig verwenden. Ich verlangsame mal ein bisschen die Spielgeschwindigkeit, weil mir das mit Stufe 3 habe ich letztes Mal gespielt. Das war mir jetzt, ist mir jetzt auf Dauer ein bisschen zu schnell, da passiert zu viel. Wir können eine neue 3-Jahres-Mission starten. Da schicken wir wieder ein Science-Schiff hin, würde ich sagen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was wir hier alles haben. Wir haben nämlich eine ganze Menge Zeug, was wir machen müssen. Auf Beta Prime gibt es eine Grippe, einen Grippeausbruch. Da wäre es doch gut, wenn wir ein Forschungsschiff in der Nähe hätten, was wir da hinschicken können. Aber hier ist nichts. Wo sind meine ganzen Forschungsschiffe? Verdammte Axt, ey. Das gibt's doch alles nicht. Da drüben ist eins. Sigma Draconis, das ist da. Da oben ist eins. Warum sind denn da oben 2 Forschungsschiffe? So eine Scheiße. Ah, na gut, das... Ach so, das war ja letztes Mal. Da hatten wir diese Dimensionsstörung, wo dann plötzlich ein neues Forschungsschiff da war. Ich löse das jetzt mal auf und baue hier unten in Quaelor ein neues Forschungsschiff. Ein neues Forschungsschiff. Der Franklin-Klasse. Und das schicken wir dann hier nach Beta Leonis, um diesen Grippeausbruch da zu bekämpfen. So, das mit den Ferengina, da kümmern wir uns drum. Das ist... genau, das ist beides mal die gleiche Mission. Nur einmal mit einem... Ich kann entweder ein Militär hinschicken, was ich ja vorhabe, oder ich schicke einen Wissenschaftler hin. Und die neue 3-Jahr-Mission, wo beginnt die? Die beginnt in Ross. Da können wir jetzt aber... Auch da, wir haben ein Forschungsschiff einfach zu wenig, ne? Also wir haben... Wir bauen jetzt nochmal eins hier in Sol. Dafür brauchen wir aber mehr Legierungen. Holen wir uns mal ein paar Legierungen. Bauen nochmal ein Forschungsschiff. Und wir können ja nochmal eine kleine Fregatte bauen. Oder einfach mal ein paar Shuttles. Ja, bauen wir einfach mal ein paar Shuttles. So. Was ist da jetzt? Ah, eine Rettungsmission. Okay. Wir entsenden eine Rettungsmission. Was muss ich jetzt dahin schicken? Auch ein Wissenschaftler. Da schicken wir jetzt aber hier oben den Nordwissenschaftler sozusagen hin. Zack, so. Oh Leute, hier ist was los, ey. Unglaublich. Unglaublich. So, die East Fleet ist nominell die größte Flotte. Das sind aber alles beschissene, schwache Minischiffchen. Da würde ich also gucken, dass ich da vielleicht demnächst mal irgendein großes Flaggschiff dazu packe. Damit die nicht weiterhin so rumdödeln. Alle anderen Flotten bestehen nur aus 1, 2 großen Flaggschiffen. Und die Ostflotte besteht nur aus winzigen kleinen Shuttles und so. So, haben wir es jetzt bald mal hier. Müssen da schnell das System mal bebauen. So, jetzt soll die Westflotte, soll ja nach Ferengina fliegen. Das ist meine stärkste Flotte, ne? Also da machen wir richtig Eindruck, wenn Malcolm Reed mit 85 Jahren da jetzt eintrifft. Also ich meine, sagen wir mal, die Lebenserwartung von Menschen ist 110 oder 120 vielleicht in der Zukunft. Dann ist der trotzdem schon ziemlich alt.
Okay, wo sollen wir hin? Für wo ist denn Ferengina? Wenn ich mal kurz fragen darf. Hier, da ist Ferengina. Ventaurus Idrillon, was für ein geiles System. Das könnte ja auch mal irgendwie nach den Ferengi benannt sein, das System, aber. Aber nein. Wieso zur Hölle sagt er mir jetzt, dass das nicht okay ist? Das gibt's doch nicht. Ich hab doch extra die Mission, hab ein Militärschiff vor Ort. Zentrieren. Zack. Da schicke ich doch jetzt gerade. Na gut, ich schicke mal vorsichtshalber auch noch ein Forschungsschiff mit hin. Weil ich keinen Bock habe, dass das dann irgendwie nicht funktioniert. So. Die sind eh genauso schnell da, weil die da im Westen stationiert sind. Deswegen ist ja meine Strategie eigentlich gut, an allen Ecken und Enden des Reiches eigene Flotten und eigene Forschungsschiffe und so vorzuhalten. Aber es muss natürlich dann auch funktionieren. So, wir haben wieder eine Dreijahresmission geschafft. Das ist sehr schön. Ich habe zwischen den Folgen jetzt mal ein bisschen, bin ich die ganzen Planeten durchgegangen und habe überall was gebaut. Also es sollte jetzt wirtschaftlich auf jeden Fall ein bisschen vorangehen. Ich gucke mir mal kurz an, was ich eigentlich gerade so handle alles. Wir kaufen übrigens gerade 100 Nahrung ein. Das ist schon ganz schön krass. Wir könnten sogar noch mehr einkaufen, weil Geld genug haben wir. Wir könnten auch mal noch ein bisschen mehr Mineralien verkaufen. Wir machen schon mittlerweile 700 knapp plus Mineralien, ne? Die Hälfte davon verkaufe ich. Das ist schon ziemlich heftig. Wir verkaufen aktuell unsere. Wir können mal. Also wir verkaufen Verbrauchsmaterialien. Wir verkaufen Latinum. Ich würde mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen weniger von den Sachen verkaufen. Das ist Chemozid. Chemozid können wir sogar mehr verkaufen. Weil wir da immer am Anschlag sind. Da haben wir ja das Maximum ausgeschöpft seit 2000. Wir kaufen aktuell nicht mehr so viel Legierungen. Wir könnten aber noch mal ein bisschen mehr Nahrung kaufen. Und wir verkaufen Dilithium. Da können wir auch noch ein bisschen aufdrehen, weil wir da auch genug haben. So, dann sollte das eigentlich mit unserem Handel hier ganz gut funktionieren. Aktuell 237 im Plus, was Energie angeht. Dann gucken wir doch mal, was jetzt die Veränderungen in unserem Handel da dran machen. Ein bisschen weniger im Plus, aber das ist immer noch okay, über 200. Wir haben einen Wissenschaftler verloren. Schade. Welcher war es? Der Sozialwissenschaftler. Dann gucken wir mal, ob wir da jemanden finden, der da. Gibt leider keinen Sozialwissenschaftler hier gerade. Dann nehmen wir natürlich einen anderen, der irgendwie was taugt. Kostenanführer, denn der ist halt billig. Der ist halt nicht gut, aber der ist billig. Joseph Gagnon ist gestorben. Die Shenzhou benennen wir bestimmt nicht um. Die Jen Davis, die Endeavour benennen wir um. Komm, das ist ein Flaggschiff. Das ist doch was Feines. Das wird umbenannt. Wir können mal gucken, dass wir vielleicht mal irgendwas hier verkaufen. Konnte man nicht die Chemozid und so, das kann ich nicht direkt handeln, oder? Doch. Chemozid kann ich auch direkt handeln. Guck mal, dann. Es bringt uns ja nichts, wenn wir da immer am Anschlag sind. Dann handle ich jetzt einfach mal ein bisschen Chemozid und ein bisschen talonische Kristalle. So, ein bisschen Magnesit können wir auch mal verkaufen. Und Trellium, das kostet richtig, du. Das kostet richtig, richtig Asche. So, haben wir uns mal ein paar Legierungen gekauft. Wir wollen ja unsere Flotten noch weiter upgraden. Und wir müssen natürlich auch mal gucken, wie ist eigentlich unser. Was ist das hier? Habe ich da schon einen Wissenschaftler hingeschickt? Nee, das ist ein Asteroid. Da habe ich keinen Wissenschaftler hingeschickt. Aber hier müsste jetzt ja langsam mal das neue Forschungsschiff da sein. Ist es auch. Da brauchen wir einen Forscher. Einen Forscherer. Waffenreichweite, auch das finde ich jetzt irgendwie. Aber der ist so jung. Finde ich gut, von dem haben wir noch lange was.
So, den schicken wir hier hin. Der soll das, die Grippe untersuchen. Multitronischen Computer erforscht. Neuen Warp-Antrieb, komm. Neuen Super Warp-Antrieb erforschen. Die USS Armstrong ist als Forschungsschiff hier, die geht jetzt mal bitte auf die neue Dreijahresmission. Das war doch hier, oder? In Ross? War das das? Ja. Gut. Und das andere Forschungsschiff hier, das kriegt auch noch einen Forscher. Forschungsgeschwindigkeit, neue Welten. Das ist ein Saurianer an Bord. Da ist hier ein Notruf. Da fliegen wir dahin und untersuchen den. So, diesen seltsamen Asteroiden, den würde ich auch gerne erforschen. Aber das müssen wir dann erst nach der Konferenz auf Ferengina machen. Das ist mir jetzt, glaube ich, erstmal wichtiger. Dass wir da mit voller Stärke anrücken. Das fände ich, glaube ich, ganz gut so. Genau, ich wollte gucken, dass wir unsere Systeme hier vielleicht nochmal ein bisschen sichern, weil wir haben aktuell unsere weiteste westliche Sternbasis, die wir föderationstechnisch nutzen können, ist Xi Butis. Das war mal relativ weit westlich. Aber jetzt hat sich ja unser Gebiet hier um das Xindi-Territorium so weit vergrößert, dass wir da vielleicht noch ein bisschen weiter vorrücken müssen. An sich fände ich ja das Trappist-System hier ganz charmant, weil das relativ weit westlich liegt und sehr zentral hier in alle Richtungen. Das muss ich mir aber natürlich erstmal holen. Da muss ich dann mal durchfliegen und die kristallinen Entitäten da besiegen. Warum ist denn die Zentralflotte gerade so schwach? War die nicht schon mal bei 2900 Stärke? Das ist ja belastend. Die First Fleet, achso, das sind die kleinen Schiffchen hier. Ja, die werden ja dann, das sind die Shuttles, die werden ja zur Zentralflotte dann dazu gepackt, wenn die dann wieder zurück sind. So, jetzt fliegen wir erstmal nach Ferengina und schauen, was da los ist. Wie heißt das System? Bolognese? Habe ich gerade ein System? Nee. Balosni. Ich dachte gerade, hier ist ein System namens Bolognese. Schade eigentlich. Ich mag Bolognese. So. Projekt erforschen. So, die Kampfschiffe hier, die können das... So, die haben das jetzt hier erforscht. Ausbruch endet, das haben wir geschafft. Da haben wir schön Einigkeit bekommen. Sehr gut. So, diplomatische Bemühungen. Die Konferenz endet mit einem Desaster. Fuck. Die ersten Tage waren produktiv. Jedoch kam der führende Vermittler des diplomatischen Teams von Großer Nagus Frinn in einen Streit mit Captain Zirin, nachdem feststellte, dass der Captain eine Affäre mit seiner Frau hatte. Ach, Captain, was soll denn das? Ach, die Mission war ein Misserfolg. Wir bieten eine Kompensation an. Okay. Es gibt eine Rebellenattacke möglicherweise. Oder es passiert nichts. Ja, ganz ehrlich, dann ändert sich die Meinung halt um 50. Also, die sind uns freundlich gesinnt. Plus 650. Wisst ihr, was wir da machen? Wir bieten eine Kompensation an, ohne dass wir jetzt hier irgendeinen Quatsch machen. Kommunikationstausch brauchen wir nicht machen. Wisst ihr, was ihr mögt? Ihr mögt Latinum, oder? Wie viel haben wir davon? 500. Oh, 100 Latinum. Lecker Latinum. Ja, ja. So, das sollte doch jetzt eigentlich... Also, wir waren bei 650. 689. Ja. Wir haben uns eher verbessert als verschlechtert. Ich sag mal, bei den Ferengi ist es ja einfach. Man muss ja eigentlich nur Latinum anbieten. Dann sind die ja eigentlich immer bereit zu reden. Goldgepresstes Latinum. So, zurück nach Vega. Das ist schließlich hier die Heimatbasis der Westflotte. So, Flotte auf neuestes Design verbessern. Spezialprojekt, Notruf. So, wir waren beim Notruf angelangt.
Die USS Jupiter ist bei einem Frachter angekommen. Thank you for answering. We are carrying Deuterium. Scheint aber kontaminiert zu sein. Unsere sekundäre Frachtrampe ist zerstört worden und unsere Antriebe. Wir können das jetzt reparieren. So, und als Dankeschön will er uns die Inhalte seines Frachtraums überlassen. So, das sind 1000 Energie-Credits. Ist keine Belohnung notwendig, wir kriegen dann Einfluss. Pff, nö, klar ist eine Belohnung notwendig. Nee, notwendig nicht, aber wir freuen uns natürlich auch einfach. Wenn wir mal ein bisschen Energie bekommen, ne? So. Sehr schön. So, jetzt sind die... Technology discovered. So, die USS Armstrong ist auf dem Weg, um hier die... Irgendwie ist die ganz schön langsam, kann das sein? Hat die noch einen uralten Antrieb oder so? Das ist ja unangenehm. Wieso sind hier eigentlich so viele Schiffe? Hm. Ich habe das Gefühl, jetzt habe ich wieder zu viele Forschungsschiffe. So. Die Jupiter war ja neu. Die Jupiter, die fliegt jetzt mal hier hoch. Und stationiert sich erstmal wieder hier. So, zack. Was haben wir? Neue Forschung, Sozialforschung. Armeeschaden erhöht, nein. Neues Gebäude, kommerzieller Komplex. Die Taiko-Labore. Okay, die bauen wir dann... das sind dann ein Forschungskomplex. Also entweder Handel oder Forschung. Wir machen mal erstmal Forschung. Wir sind schließlich die Föderation. Koalitionsgründungsvorschlag. Mhm. Betrifft uns aber jetzt nicht direkt. Ihr fliegt wieder nach da unten. Die North Fleet können wir mal nochmal upgraden. Irgendwie habe ich ständig irgendwelche Upgrades für die Flotten. Das kommt mir irgendwie komisch vor, dass die alle 10 Sekunden einmal abgegradet werden dürfen. So, genau. Ich wollte mal gucken, wen wir eigentlich hier nochmal ein bisschen bespaßen können. Föderationsmitglieder, Föderationsmitglieder. Jede Menge. Wir haben mittlerweile echt viele Föderationsmitglieder. Das finde ich grundsätzlich total super. Die sind eine Mitgliedswelt der Vereinten Föderation. Die sind auch dabei. Die sind auch dabei. Die sind alle dabei. So, wen haben wir denn hier? Die Lysipiana. Die möchten doch gerne Teil einer Koalition mit denen. So, die sind ja mit mir in einer Koalition. Die Ferengi, die wären natürlich die offensichtlichen Nächsten, die wir irgendwie uns schnappen sollten. Jetzt hätte ich natürlich unheimlich gern die Bullianer und die Benziten bei mir mit drinne. Da ist die Frage, ob wir da irgendeine Möglichkeit haben, das zu machen. Nicht so richtig, ne? Weil die ja ihre eigene Koalition haben. Und dadurch können wir sie nicht einladen in unsere Koalition. Wir könnten höchstens mit ihnen, also wir könnten höchstens zum Beitritt zu ihrer Koalition bitten. Aber das geht ja nicht, weil wir ja mit den Ferengi noch in einem Bund sind. Das funktioniert also nicht. Was ist eigentlich mit ihnen hier? Ferengi-Allianz stimmt mit Nein. Immer noch. Die Oriona, das wird einfach nichts. Basis ist minus 20 wegen der unterschiedlichen, wahrscheinlich wegen der unterschiedlichen Ethiken. Freundlich Haltung plus 30 ist schon mal gut. Das mit den Angriffskriegen finden sie nicht gut. Die Despoten, die Meinung plus 44. Relative Macht der Reiche plus 15. Akzeptanz 9. Also... Ich weiß aber nicht, wie ich die Ferengi dazu kriege, da dem zuzustimmen. Wahrscheinlich muss ich einfach die Ferengi integrieren und in die Föderation und dann ist das wahrscheinlich egal. Hat Koalitionsassoziationsstatus. Können wir da vielleicht mal einen Wirtschaftspakt schließen? Dass wir da mal ein Forschungsabkommen, dass wir hier mal ein bisschen vorankommen mit denen, dass die sich mal ein bisschen annähern. Eine Koalition einladen. Auch da stimmen die Ferengi mit Nein. Die Entfernung ist relativ groß zu denen. Na gut.
Dann ist das vielleicht nicht das Richtige. Die Tamarianer, die sind ja so ein bisschen schwierig wegen der Kommunikation, aber Rai Anjiri wir Hathlum können ja mal eine Botschaft Rai etablieren, of wenigstens. Luani. Luani under Wirtschaftspakt Thunis. schließen. Da wir nicht über genügend Informationen verfügen, können wir nur über die Gründe nur mutmaßen. Okay. Also wir kennen sie gar nicht gut genug, aber vielleicht geht das ja durch die Botschaft dann besser, wenn wir eine Botschaft da haben. Die Niberianer, Niberiten, die sind in einer unbekannten Föderation mit den Lysipianern. Okay, das bringt uns also auch nichts. Die Aurelianer, die sind erbärmlich. Das tut mir leid für sie. Grundsätzlich aber xenophil egalitär, also schon eher so wie wir. Vielleicht können wir da mal gucken. Wir machen mal einen Gesandten, schicken wir mal dahin. Dass wir mit denen vielleicht mal ein bisschen uns vertragen können. Wo sind denn die? Mal doof gefragt. Die sind gar nicht so weit weg, die Aurelianer. Technologie ist Aber sie sind auch winzig klein. Also ein winzig kleines Reich nur. Mit nur einem System. Beeindruckend. Beginnt die Beitrittsgespräche mit potenziellen Kandidaten, mit den Ferengi. Und zwar mit hoher Intensität. Zack. Hier wird richtig hart beigetreten, Leute. So, Dilithiumunterhalt minus 10%. Das finde ich sehr gut. Bergbaustationen baue ich kaum. Es ist also nicht so wichtig, wie viel die kosten. Ja, boldly go, Mann. Boldly go. So. Wir machen Uncharted Space. Ships upgraded. Send a flagship and hero. Commander is then for new 3-year mission. Okay. Marine Ja, upgraded. können wir machen. Müssen wir ein Flaggschiff hinschicken. Wissenschaftler vor Ort hat Eigenschaft heroischer Admiral. Habe ich sowas überhaupt? Habe ich einen heroischen Admiral? Kommt mir gerade nicht bekannt vor. Wo sehe ich denn das? Unsterblich. Ah, das ist aber schön, dass er unsterblich ist. Also einen heroischen Admiral. Das kann ja eigentlich nur Malcolm Reed dann sein. Andere heroische Admirale haben wir nicht. Okay. Dann müssen wir mal die Flotte vielleicht aufteilen. Dann fliegt er jetzt mit der Altamit, also mit der Constitution-Klasse dahin. Wobei, nee, warte mal, das machen wir erstmal nicht. Wir vereinen nochmal die Flotten. Zack, zack. Und dann schicken wir die Flotte, nicht die Flotte hier, schicken wir dann mal hier hin und versuchen mal die Kristallentitäten wegzubrutzeln. Glaube, das wäre recht wichtig. Wo fliegt der jetzt? Achso. Eine Botschaft etablieren. Ja, machen wir. Genau, das Forschungsschiff hier untersucht jetzt den Asteroiden, glaube ich, ne? Das war doch irgendwie hier so ein seltsamer Asteroid. Hier wird er untersucht. So, jetzt machen wir hier die Kristallinen mal platt, hoffentlich. Ich hoffe, das funktioniert. Wirkt jetzt erstmal so, als könnte das funktionieren. Oder es funktioniert einfach gar nicht und wir verlieren unsere komplette Flotte. Wow. Das hat erstaunlich wenig funktioniert. Wir ziehen uns mal zurück, aber wir haben einen Großteil von denen erledigt. Dann machen wir das jetzt halt gleich nochmal. Holy fuck. Da ist meine stärkste Flotte plötzlich nicht mehr die stärkste Flotte. So schnell kann es gehen. Aber es ist schön, dass sie so schnell wieder auftaucht.
Dann regeneriert euch jetzt erstmal. Wir haben leider eine Discovery-Klasse quasi verloren. Wir können die Universitätswelt. Auch gut. Koloniales Büro. Luxushotel. Naja, wir machen erstmal die Universitätswelt, Memory Alpha. Erforschen wir. Ships upgraded. So, Benzitenstaatenbund ist expansionistisch unterwegs, das ist ja nicht schön. Aber es ist auch vor allen Dingen überhaupt nicht schön, dass wir die Crossfield-Klasse verloren haben und auch nicht die Legierung haben, um sie neu zu bauen. Dann schicke ich jetzt mal die beiden Flotten zusammen dahin. Dann sind wir nochmal stärker. Wir haben die Gegner ja. Oh, schon wieder so ein scheiß Frachter, den wir retten müssen. Naja, gut. Von mir aus. Ja, hat funktioniert. Wir kriegen ein bisschen Forschung. Passt doch. Ships upgraded. So, das Upgrade hat dafür gesorgt, dass die Schiffe schwächer geworden sind. Nee, jetzt sind sie wieder stärker. Sehr, sehr seltsam. Egal. So, jetzt fliegen wir hier nochmal rüber und dann klappt das ja hoffentlich. Diesmal. Jetzt sind ja die Kristallinen deutlich geschwächt. Da haben sie ja schon runtergeschossen. Ich meine, sie haben uns auch runtergeschossen. Insofern ist das nur fair, dass wir sie jetzt leichter fertig machen können. So. Die erste Flotte ist hin von denen. Die zweite Flotte sollte auch recht schnell gehen. Und die dritten ziehen sich zurück. Aber die holen wir uns auch noch. Wieso fliegt der jetzt weg? Wir. Keine Ahnung. Mach doch erstmal die Flotte da kaputt. Das letzte Kristallwesen hier. Der speziesübergreifende Medizineraustausch. Ja, da machen wir natürlich immer gerne mit. So. Hat das geklappt? Das hat geklappt. Admiral erlangt Eigenschaft. Sehr schön. So. Jetzt können wir als nächstes das Forschungsschiff hier runterschicken, um das System zu erkunden. Ihr fliegt zurück nach Vega, bitte. Nicht hier nach Sekundidrema, das ist ja die Heimatwelt der, wie auch immer die heißen. Egal. Waren das die Sindhi hier oben? Kann sein, oder? So, Dilithiumunterhalt verringert sich, Rumpfstärke Plattformen. Jetzt erforschen wir mal die Kelvin-Klasse. Neue Raumschiffklassen sind immer cool. Machen wir doch gerne. So, jetzt heilen wir erstmal die Flotten. Die Zentralflotte, die fliegt dann bitte auch mal zurück zur Erde, weil die hat viel zu lange sich rumgetrieben. Und Malcolm Reed fliegt dann mal zum Einsatz der neuen Dreijahresmission. Dann fliegen wir ihn mal. Wo geht die los, die neue Dreijahresmission? Warte, 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 wo ist das jetzt hier? New Three-Year Mission. Da. Wo ist er denn jetzt? Wo ist meine Flotte? Die Westfleet, bestehend aus Malcolm Reed. Wissenschaftler hat Eigenschaft heroischer Admiral. Okay. Also ich brauche einen. Malcolm Reed muss transferieren sozusagen auf einen Science Ship. Okay. Okay. Dann nehmen wir mal die USS Armstrong. Und Malcolm Reed ist halt kein Wissenschaftler, ne? Das ist halt das Problem. Tja, dann habe ich ja niemanden, der das machen kann. Düdüm. Gut, dann nicht. Ich hab halt nur einen Militärtypen, der sozusagen ein heroischer Admiral ist. Nicht nur sozusagen, sondern er ist einer. Und keinen Wissenschaftler. Aber wie soll denn auch ein Wissenschaftler ein heroischer Admiral werden? Das kommt ja jetzt auch nicht so oft vor. Migrationsabkommen mit den Aurelianern. Ja, bitte. Was ist hier? Eine
Darcy Feldeinheit. Structure, okay. Na gut. Admiral erlangt Eigenschaft, Flottenlogistiker. Sehr schön. Demontiert die Feldeinheit. Da brauchen wir ein Konstruktionsschiff. Haben wir da eins in der Nähe? Ja. Haben wir. Spezialprojekt untersuchen. Ihr müsst ja hier eh noch das System erkunden, bevor wir da was machen können. Universitätswelt freigeschaltet. Permanente Ausstellungen. Okay, wir können tote Sprachen verstehen lernen. Gut. Wird erforscht. Die Xepoliten möchten eine Botschaft etablieren. Auch das ist erlaubt und genehmigt und gestattet und erfreulich. Läuft doch alles ganz gut hier, oder? So, dann können wir uns nächstes Mal das Trappist-System einverleiben. In der nächsten Folge und dann, oh, ich hätte hier noch Trillium-Minen bauen können. Na egal, mache ich dann demnächst. Und dann können wir im Trappist-System vielleicht. Wobei Vega ist ja sehr nah dran. Also vielleicht nehmen wir doch irgendwie eher ein anderes System hier oben als nächste Raumbasis. Naja, gut. Überlege ich mir dann. Wir machen eine Planetenuntersuchung. Bla 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 bla. Wir kriegen eine von diesen Sachen. Bitte die Delegierung. Das fände ich total super. Delegierung würde ich gerne nehmen. Aurelianische Flüchtlinge. Treffen ein. Nehmen wir gerne auf. Okay, was ist denn jetzt eingetreten? Anführer ist verstorben. Okay, unsere Ostflotte hat jetzt keinen Anführer mehr. Dann müssen wir da mal jemand Neues rekrutieren. Zum Beispiel Brett Anderson. So, überprüfen wir mal den Beitrittsprozess mit den Ferengi und führen ihn mit hoher Intensität weiter. Da, die sind so anders als wir, da müssen wir, glaube ich, echt intensiv verhandeln. Wir erhöhen die Einnahmen weiter, indem wir neue kaufmännische Gebäude freischalten. Wir haben neue Warp-Antriebe freigeschaltet. So, dann machen wir jetzt mal das astrometrische Labor. Das geht relativ schnell. Und genau, jetzt haben wir ja die neuen Warp-Antriebe. Das heißt, wir können alle unsere Raumschiffe mal upgraden. Hä? Wieso hat denn die Ostflotte jetzt immer noch Ostflotte keinen Anführer? Weil ich es nicht zugeordnet habe. Ich Trottel. So, alle Schiffe bitte mal upgraden. Die zentrale Flotte ist mittlerweile auch angekommen. Dann können wir die hier zusammenführen. So. Ist natürlich relativ schwach immer noch, aber das wird sich jetzt gleich ändern. Ich will ja, dass alle Flotten möglichst ähnlich stark sind. Vorerst sein lassen, das ist eine sehr schwere Anomalie. Das lassen wir mal, Freunde. Okay, gut, also die ist hier im Trappist-System, erwarten uns noch lustige Anomalien. Wir haben die Kelvin-Klasse erforscht, das heißt, bestimmte Schiffsklassen sind jetzt obsolet geworden. Wir können ja mal die exotische Materie erforschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder, dann holen wir uns das Trappist-System. Das ist ja ungefähr so wertvoll, wie wenn wir so einen kleinen Einplaneten-Volk, so ein kleines einplanetares Volk integrieren in die Föderation. Also ist schon eine relativ coole Sache. In so einem engen, in so einer engen Galaxie, wo man jetzt nicht so viel Platz hat, sich einfach beliebig auszubreiten. Und dann dürften uns ja, denke ich mal, nächstes Mal schon die Ferengi beitreten. Könnte ich mir vorstellen. Das wäre ganz gut. Wir können ja. Oh. Wir können uns ja mal wieder ein paar Legierungen kaufen. Wir haben genug Geld. Das wird die Ferengi auch freuen, dass wir genug Geld haben. Und ich bin nur noch bei minus 11 Brizeen-Nitrat, wie ihr seht. Ich habe letztes Mal ja ein paar neue von diesen Nitratgebäuden gebaut, damit ich da endlich mal ein bisschen ins Plus komme, aber das wird noch ewig dauern, weil ich einfach nicht genug Nahrung produzieren kann. Ah, alles schwierig. Na gut, wir sehen uns nächste Folge wieder. Lebt lang und in Frieden. Ciao!